Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Marvel Comics erklärt. In der letzten Episode habe ich die Marvel Comics App erklärt, die für Android bzw. iOS erhältlich ist und ich filme das Ganze mit BlueStacks. In der Zwischenzeit wurde ich mehrfach gefragt, wie ich das ganze Comicwissen nachgeholt habe, beziehungsweise in welcher Reihenfolge man am besten die Comics von einem Comichelden lesen sollte. Und da ich selbst jemand bin, der nicht seit Anbeginn der Zeit Marvel Comics liest, sondern auch das ganze Wissen nachgeholt hat, möchte ich euch zeigen, wie es funktioniert. Und zwar, wenn ihr nämlich in der App seid und ihr klickt jetzt oben auf Suchen und sucht nach einem Comichelden, ich mache das Ganze anhand des Beispiels von Daredevil. Wie ich in der letzten Episode erklärt habe, bin ich ein großer Fan von Daredevil und habe hier am meisten Spaß dabei, das zu zeigen. Kann es auch am besten zeigen. Deswegen suchen wir jetzt einfach nochmal nach Daredevil Comics und ihr werdet sehen, dass es dort, sobald die Suchergebnisse angezeigt werden, ein ganz schönes Durcheinander ist. Wir scrollen runter bis hin zu den Serien, also Series, denn wir möchten ja die einzelnen Serien sehen und ihr seht es hier, manche haben Jahreszahlen, manche aber auch nicht. Manche enthalten viele Comicbücher, manche eher weniger, ne? Das ist alles so ein bisschen durcheinander hier. So, ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr es leichter habt, diese App zu verstehen, welche Serie was bedeutet und wie ihr das herausfinden könnt. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück hier. So, das kann erstmal bleiben. Und zwar recherchieren wir dafür ein bisschen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze recherchiere anhand von Daredevil Comics. Und ihr könnt dieses Wissen auf jeden anderen Comichelden übertragen. Wir gehen dafür in unseren Internetbrowser. So, und ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Und zwar die Internetseite, auf der ich regelmäßig nachschaue. Sie heißt Marvel Database. Könnt ihr hier sehen. Die Internetseite bzw. den Link dazu poste ich in die Videobeschreibung. Schaut einfach mal da rein, ist der erste Link. marvel.wikia.com/wiki/marvel-database. So, wenn ihr auf dieser Internetseite seid, klickt ihr hier oben auf Search. Ja, da einfach mal draufklicken und dann eintippen den Namen eures Comichelden, über den ihr von den Comics lernen wollt. Dann macht ihr ein Leerzeichen und gebt ein Comicbooks. So, ihr seht schon durch die Autovervollständigung, dass das Ganze bekannt ist. Ja, das geht mit jedem Comichelden. Ihr könnt auch eintippen Thor Comic Books, dann seht ihr die Comic Books von Thor. Oder zum Beispiel Spider-Man Comic Books, dann seht ihr die Comic Books von Spider-Man. Ja, das geht mit allen Helden. Wir machen das aber jetzt mit Daredevil. So, wenn ihr da draufklickt, werden euch sämtliche Daredevil Comicbooks angezeigt, beziehungsweise Volumes angezeigt, in der Reihenfolge mit Jahreszahl, in der ihr das Ganze lesen könnt. Ich scroll einfach mal kurz runter, damit ihr mal einen kleinen Überblick bekommt. Ja, da ist von Reprints über Crossover, zum Beispiel in dem Fall mit Batman, One-Shots, das sind einzelne Ausgaben, also einzelne Issues, die jetzt zu nichts Speziellem zugeordnet sind, Alternate Realities, alternative Realitäten, Team-Ups, Limited Series, also begrenzte Serien, die eben nur für eine gewisse kurze Issue- oder Ausgabenanzahl liefen und eben die Haupt-, also Annuals, das sind jährliche Ausgaben und eben die Hauptserie. So, zu den Hauptcomics möchte ich euch zeigen, euer bester Freund ist die Jahreszahl, ja, diese Daredevil Volume 1 lief zum Beispiel von 64 bis 2011, was das damit auf sich hat, werde ich euch noch erklären, Volume 2 lief von 98 bis 2009, Volume 3 lief von 2011 bis 2014, Volume 4 lief von 2014 bis 2015 und Volume 5 ist die aktuelle Issue, der aktuelle Volume, die gerade läuft. Mit 14 Issues, also 14 Ausgaben. Von 2016 an lief die, bis 2017 ist hier schon geplant. So, es sieht jetzt folgendermaßen aus. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf Daredevil Volume 1 draufklickt, und ich mache mal ganz kurz Daredevil Volume 2 auf, das kann auch schon mal laden. Aus Spoilergründen zeige ich nämlich noch nicht die aktuellen, ich mache das erst mit den alten. Ihr sagt jetzt zum Beispiel, ihr wollt anfangen, Daredevil Comics zu lesen von Volume 1 an oder von Issue 1 an, ja? Dann klickt ihr hier auf die Volume 1 von Daredevil, ja? Das beginnt nämlich 1964 und enthält insgesamt 394 Ausgaben. Ich habe das Ganze mal kurz hier ein bisschen laden lassen. Dann seht ihr hier, es fängt tatsächlich mit Issue 1 an, Issue 2, Issue 3 und das geht dann weiter von 64 bis 69, 1 bis 50, ja? Das ist immer in 50er Schritten sortiert und dann könnt ihr alle diese Comics lesen. Ich scroll einfach mal ganz kurz runter,
Denn ihr habt ja gesehen, das Ganze geht bis 2011. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch jetzt nämlich. Eigentlich geht nämlich Daredevil Volume 1 nur bis 1998, ja? Da ist nämlich Ausgabe 380. So, von nach Ausgabe 380 an hat man die Volume 1 beendet und hat dann Daredevil Volume 2 angefangen. Und Daredevil Volume 2 beginnt dann wieder mit 1,5 und geht dann weiter mit 1, 2 und 3. Ihr müsst immer auf die Jahreszahlen achten, ne? Zum Beispiel hier, Daredevil Volume 1, ja, endet 1998 bei Issue 380. So, und 2009 geht es weiter mit Issue 500. Was das bedeutet, zeige ich euch jetzt. Das werdet ihr nämlich auch öfter sehen. Ihr seid jetzt in Volume 1. Ihr lest bis Ausgabe 380, bis zum Jahr 98. Und dann merkt ihr plötzlich, oh, hier gibt es einen Timeskip. Ausgabe 500. Das liegt daran, dass nämlich hier in Volume 2 wieder mit 1 angefangen wurde zu zählen. 1998. Dann lest ihr die komplette Volume 2 weiter. Ich scroll einfach mal durch. So lange, bis die komplette Volume 2 durch ist. Das ist hier ungefähr, ne? Dann seht ihr nämlich hier 118 und dann 119, 2009. Und dann wisst ihr nämlich Bescheid, 2009 geht ihr wieder zurück auf Volume 1. Ja? Dann seid ihr in Volume 1 bei 2009, Ausgabe 500. Hier hat nämlich Marvel wieder angefangen, mit der eigentlichen Issue weiterzuzählen, also mit dem eigentlichen Zähler. Ne, es gab nämlich 380 Daredevil-Ausgaben in Volume 1, dann hat man gesagt, okay, 380 ist viel, wir machen Volume 2 und fangen wieder bei 1 an zu zählen. Dann hat man bis 119 gezählt und wir alle wissen ja, 380 plus 119 bzw. 120 ist 500 und deswegen hat man hier wieder ab 500 weitergezählt, ja? Deswegen sage ich, die Jahreszahlen sind wichtig. Ihr macht also weiter bis 98, dann geht ihr in die Volume, wo es dann bei 98 weitergeht bis 2009 und dann geht ihr wieder zurück auf Volume 1 und lest dann ab 2009 weiter bis runter hier 2010 bis 2011, ja? Hier endet das Ganze. So, 512. So, und dann wisst ihr nämlich, Daredevil Volume 2 ist nämlich hier beendet, ne, 2009, und Daredevil Volume 1 ist auch hier beendet, ne, das ist hier abgeschlossen. Dann beginnt der Event Shadowland, nach dem Event Shadowland müsst ihr extra suchen, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist ein Daredevil-Event, und nach diesem Shadowland-Event, das werdet ihr dann sehen, werdet ihr weitergeführt, ja, also in den Comics, da steht immer, es geht weiter mit der und der Issue, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So. Wichtig ist, nachdem Volume 2 beendet ist, geht es dann irgendwann weiter 2011, das seht ihr nämlich hier mit Volume 3. Das heißt, ihr klickt hier drauf und dann öffnet sich Daredevil Volume 3, das beginnt 2011 und geht dann weiter, es hat auch nicht mehr ganz so viele Issues, bis 2014, ne? Das endet nämlich mit Issue 36. So, und dann wisst ihr hier, 2014 geht es hier weiter und so weiter, ne? Also immer schön der Reihe nach. Also quasi fangt ihr an, ihr guckt immer auf die Jahreszahlen, lest die Jahreszahlen so weiter, wie es geht. Wenn ihr merkt, okay, da gibt es einen Timeskip, guckt euch einfach mal die nächste Volume an. Da geht es dann meistens weiter, ne? Dass ihr da immer guckt, wie die Jahreszahlen sind. Und das macht euch das Ganze leichter, ja? So könnt ihr im Prinzip alles nach und nach lesen. Annuals sind einfach jährliche Ausgaben, Jubiläumsausgaben, darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die haben auch meistens keinen direkten Bezug zur Hauptstory, in der Regel. Und Limited Series sind eben Editions, die ja zwischendurch kommen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ja eben gesehen, Daredevil Volume 1, ja, lief von 64 bis 98. Von 98 bis 2009 lief dann Volume 2. Dann hat man gesagt, man macht von 2009 bis 2011 hier wieder weiter. Und damit ist es beendet. So, weil am Ende von Daredevil Volume 2, beziehungsweise 2011 am Ende, da ging es ja weiter in den Event Shadowland. Ja, dann lest ihr sämtliche Comics aus dem Event Shadowland. Könnt ihr danach suchen, hier oben in der Search-Option. Und nach dem Event Shadowland steht nämlich, dass es weitergeht mit Daredevil Reborn. Ja, am Ende von Shadowland passiert nämlich etwas mit Daredevil. Ich will jetzt nicht spoilern, dann seht ihr nämlich hier 2011, dann gab es nämlich diese Limited Series, diese limitierte Serie, bei der Daredevil quasi wieder zu sich zurückgefunden hat, ja, innerhalb von 4 Ausgaben. Und nachdem er zu sich zurückgefunden hat, geht es dann weiter hier bei Daredevil Volume 3. Ja, so viel dazu. Also mit anderen Worten, ihr geht praktisch auf Marvel Wikia in die Marvel Database und recherchiert erstmal, in welcher Reihenfolge ihr die Comics lesen müsst. Wenn ihr wisst, in welcher Reihenfolge ihr die Comics lesen müsst, dann geht ihr wieder zurück in die Marvel Comics App. Ich zeige euch das ganz kurz mal.
So, hier seid ihr wieder zurück in der Marvel Comics App und dann seid ihr schon ein bisschen klarer, was die Jahreszahlen angeht. Ihr wisst schon viel besser, was ihr lesen müsst und was ihr erst einmal überspringen könnt, weil viele andere Comics entweder, so wie das hier eben oder das hier, Dark Knights haben wir eben gesehen, oder zum Beispiel Daredevil Reborn, das ist das, was wir auch eben gesehen haben. Ne? Das ist dann zum Beispiel, ich klicke mal ganz drauf, weil da steht 5 Books, ja, es sind 4 Bücher, 4 Comicbücher für Daredevil Reborn und ein Comicbuch, wo quasi diese 4 zusammengefasst sind, ja. Könnt ihr ignorieren, wenn ihr die Bücher einzeln kauft und lest. So. So viel dazu. Sekunde. Ich muss nochmal ganz kurz hier auf Featured. So. Dann tippen wir nochmal ganz kurz Daredevil ein. Das heißt, ne, ihr gebt dann Daredevil ein, geht dann auf Sirius und ihr wisst Bescheid. Hier ist zum Beispiel Daredevil Volume 1, 64 bis 98. Das lest ihr dann. Hier ist das ein bisschen anders. Ne? Ihr lest 40 bis 98 das hier und dann lest ihr von 98 bis 2011 an hier weiter. Ja, in der App ist das einfacher als auf dem Wiki. Das heißt, hier gibt es weniger Comicbücher. Das liegt daran, dass die noch nicht digitalisiert sind. Wir wissen ja, es gab weit über 300 Comicbücher, fast 400 Comicbücher in Daredevil Volume 1. Das liegt einfach daran, dass dass Marvel Comics die erst nachdigitalisieren muss. Von Daredevil Volume 2 zum Beispiel, 98 bis 2011, gibt es nämlich alle Comicbücher, ja? Da ist alles drin. So, das heißt, ihr klickt quasi hier drauf, ihr wisst Bescheid, ihr habt recherchiert, ihr wisst genau, welche Comics ihr lesen müsst, dann klickt ihr auf Daredevil Volume 1, so, geht dann hier auf, ein bisschen runterscrollen, auf die einzelnen Issues und dann kauft ihr euch von Issue an sämtliche Issues, sämtliche Ausgaben, bis ihr wieder ganz unten seid bei, ne, Ausgabe 354 oder so, das ist dann die letzte Ausgabe, die es jetzt zumindest hier gibt, ja, in der, die digitalisiert wurde. Und dann geht ihr, ach du Mist, da wollte ich gar nicht drauf, verdammt, kann ich das so? Ah ja, genau, sehr gut. Und dann geht ihr hier drauf und lest gerade hier weiter, ja, dann ein bisschen runterscrollen auf Issues, so. Und dann lest ihr hier alles weiter bis zum Schluss. Und wenn ihr dann hier am Schluss angekommen seid, bei 512 zum Beispiel, ihr wisst ja, warum es da diesen Skip gibt, dann geht ihr weitermachen nach 2011, wissen wir ja, geht es weiter mit Daredevil Reborn, das ist dann das hier, und wenn ihr das gelesen habt, macht ihr hier weiter mit Volume 3. Ja, dann müsst ihr zwar ein bisschen suchen in der App, das ist nicht ganz sortiert, das gefällt mir zwar nicht besonders gut, es gibt sogar den Event Shadowland hier, also könnt ihr den hier auch lesen, ja. So viel dazu. Also mir geht es jetzt nicht darum, speziell Daredevil zu erklären, sondern einfach mal grob und allgemein zu erklären, wie ihr vorgeht. Schritt 1, ihr recherchiert. Schritt 2, ihr geht in die Marvel Comics App und lest das in der Reihenfolge, wie ihr das Ganze recherchiert habt. Übrigens, wenn ihr euch hier angemeldet habt bei dieser App mit einem Benutzernamen, könnt ihr hier Comics kaufen und ihr könnt die Comics lesen, ja? Und wenn ihr diese Comics, könnt ihr hier dann gelesen habt, dann, ja, habt ihr sie gelesen. So, fertig. Was ich sagen wollte ist, wir gehen noch mal ganz kurz zurück in den Browser. Es gibt nämlich auch, Sekunde, ich muss gerade hier ein paar Seiten zumachen, so und so. Es gibt nämlich auch die offizielle Marvel Digital Comics Seite. Das ist das hier. Das ist comicstore.marvel.com. Den Link dazu poste ich auch nochmal unten in der Beschreibung. Wenn ihr auf dieser Seite seid, könnt ihr nämlich hier oben rechts auf das Männchen draufklicken und dann klicken auf Sign in with Username. Und dann könnt ihr euch hier mit eurem Benutzernamen von der App anmelden. Da seht ihr es nämlich hier, das ist nämlich die Marvel Comics App. Könnt ihr euch anmelden und dann könnt ihr sämtliche Comics auch an eurem PC kaufen oder lesen. Es gibt sogar diesen einen Smart Reader, ne, bis da, wo ihr dann so durchschalten könnt. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, sehr, sehr gut. Also das heißt, sämtliche Comics, die ihr in der Marvel Comics App kauft, könnt ihr auch überall auf der Welt an einem PC lesen, wenn ihr euch über comicstore.marvel.com anmeldet. So, so viel dazu. Also, wenn ihr Fragen habt zur Marvel Comics App, schreibt diese unten in die Kommentare rein. Wenn ihr noch weiter Fragen habt zum Recherchieren über die Comics eines Comichelden, schreibt ruhig die Fragen in die Kommentare rein, wenn ihr Fragen habt zu einem ganz bestimmten Comicheld, zu dem ich euch einfach mal zeigen sollte, in welcher Reihenfolge ihr die Comics lesen solltet. Ja, so einen kleinen Leitfaden quasi. Schreibt es ruhig in die Comics rein. Ich nehme alles an, ich lese alle Kommentare, ich beantworte alle Kommentare und werde dann bei Gelegenheit auch mal ein Video dazu machen, zu dem Comichelden eurer Wahl, ausführlich in der Reihenfolge, in der ihr die Comics lesen solltet, wie das mit Marvel Comics App funktioniert und eben mit dem Recherchieren.
Ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall war. Abonniert mich, wenn ihr noch mehr in der Weise sehen möchtet, also keine Videos mehr verpassen möchtet in der Form. Ansonsten danke ich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den Marvel Comics, mit der Marvel Comics App. Und ich hoffe, ich darf euch in der nächsten Episode wieder mit begrüßen bei Marvel Comics erklärt oder vielleicht anderen Videos. Vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis dann. Euer Karadrik. Tschüss.